Ja, guten Tag. Die Ferien fangen an und wir müssen trotzdem arbeiten. Und Griechenland lässt uns auch keine Ruhe. Die Banken sind heute wieder geöffnet. Ich würde mir sehr wünschen, dass es alles gut geht und dass es dort aufwärts geht, befürchte aber, dass es eher nicht so sein wird. Die Mehrwertsteuererhöhung um 10 Prozentpunkte schlägt zu. Sie verteuert die Lebensmittel, sie wird Kaufkraft abschöpfen. Wir befürchten, das griechische Drama wird weitergehen. Was uns aber heute deutlich mehr beschäftigt, ist, dass offensichtlich die Risse in der Großen Koalition an der Griechenland-Frage größer werden. Herr Schäuble lässt nicht von seinem Gedanken des Grexit und auch Gabriel stellt sich hart dagegen, hält seinen Schlingerkurs aber bei. Ich habe das Gefühl, die spüren, dass es wirklich, was sie jetzt verabschiedet haben, nicht zu einer Lösung führt und dass die Frage Griechenland uns weiter beschäftigt und deswegen bricht jetzt auch ein Stück weit ein Streit auf, wie man denn diese Frage wirklich lösen kann. Ich glaube, dass alle am Problem wirklich nicht nur haarscharf, sondern ganz grundsätzlich vorbeigehen und übersehen, dass es nicht nur um eine Griechenland-Frage geht, sondern um den Kurs der Europapolitik insgesamt. Und wir sagen, wir brauchen einen völligen Neustart in Europa. Die Krise um Griechenland müsste dazu genutzt werden, eine neue Europapolitik einzuleiten, die nach anderen Gesichtspunkten funktioniert. Wir erleben, dass nicht nur Griechenland in der Krise steht, sondern dass auch die Krise in Italien, Frankreich noch lange nicht überwunden ist. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was kommt, wenn es in Italien so weitergeht, die heute auch schon 130% Staatsverschuldung haben. Deswegen müssen wir einen völlig neuen Kurs gehen. Der müsste insbesondere in Deutschland anfangen. In Deutschland leben wir unter unseren Möglichkeiten und belasten die ganze Eurozone mit extrem hohen Außenhandelsüberschüssen, die Verschuldungsfrage natürlich immer wieder neu hervorbringen. Sprich, wir müssten in Deutschland dringend als Neustart für Europa die Löhne erhöhen und die Investitionen in die öffentliche Daseinsvorsorge und in die öffentliche Infrastruktur, sodass wir einen höheren Wohlstand für die Bevölkerung herstellen könnten, indem wir einfach von dem, was wir produzieren, mehr verbrauchen und weniger exportieren und in die Zukunft investieren. Gleichzeitig müsste für ganz Europa, insbesondere für die Eurozone, ein großes europäisches Investitionsprogramm aufgesetzt werden. Es ist auch völlig klar, dass der Euro brüchiger werden wird, wenn die Unterschiede zwischen starken Ökonomien und schwachen Ökonomien größer werden, wenn wir nicht auf dem Weg einer Ausgleichsunion kommen, werden diese Widersprüche auftreten und die Eurozone wird vielleicht, ohne dass es irgendjemand will, selber nicht nur brüchig, sondern irgendwann historisch überfällig. Das wäre das eigentliche Drama der Akteure, dass dann Schäuble nicht nur ein Grexit für Griechenland organisieren muss oder will, sondern das noch für viel weitere Bereiche ansteht. Die Linke ist gerne bereit, da ein bisschen Nachhilfe in dieser Europapolitik zu geben. Ich befürchte aber, unsere Vorschläge werden derzeit nicht aufgegriffen, aber wir werden beharrlich daran weiterarbeiten. Wir haben gesehen, dass am Wochenende wieder Flüchtlingsheime gebrannt haben, dass es Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte gibt. Das ist beschämend, kann auf keinen Fall in irgendeiner Form toleriert, entschuldigt oder gerechtfertigt werden. Die Täter müssen verfolgt und bestraft werden. Wir können nicht tolerieren, dass das Asylrecht nicht nur mit Füßen getreten wird, sondern dass gewalttätig und kriminell gegen Asylsuchende vorgegangen wird. Ich stelle aber auch mit Erschrecken fest, dass insbesondere Herr Seehofer und die CSU zu einem
billigen Populismus in der Asylfrage zurückgekehrt sind. Die Worte, die ich da am Wochenende gehört habe, vergiften ganz sicher das Klima und motiviert Rechtsextreme auch zu solchen Anschlägen. Wenn Herr Seehofer von massenhaften Asylmissbrauch spricht, dann bedient er ganz billigen Rassismus in Deutschland. Das kann auf keinen Fall akzeptiert werden. Wenn er trennt in Flüchtlinge mit Schutzbedürftigkeit und in Flüchtlinge ohne Bleibeperspektive, dann macht er ein ganz billiges Spiel und spaltet die Flüchtlinge auf. Er will gar nicht mehr, dass das individuelle Asylrecht geprüft wird. Und wenn er ankündigt, dass er diejenigen, die offensichtlich kein Bleiberecht haben sollen, unattraktiv behandeln will, Zelte aufbauen will und ähnliche Dinge, dann ist hier eine Grenze überschritten. Das hat nicht nur nichts mehr mit Willkommenskultur zu tun, sondern damit ist eine Grenze überschritten im Umgang mit Flüchtlingen und wird ganz offen das Recht auf Asyl mit Füßen getreten. Ich glaube, Herr Seehofer betreibt hier ein ganz gefährliches Spiel und man kann nur hoffen, dass es nicht in die Wahlkämpfe Anfang nächsten Jahres hineingetragen wird. Das wäre fatal für die Flüchtlingspolitik. Ich halte auch nichts von den Vorschlägen, wie sie Herr Obermann am Wochenende gemacht hat. Er verwischt immer Asylpolitik mit Einwanderungspolitik. Wir müssen diese Frage voneinander trennen. Natürlich sollen Asylsuchende hier arbeiten dürfen und natürlich ist es richtig, Kindern und Jugendlichen oder Asylsuchenden eine Perspektive zu geben, aber die Trennung in nützliche Asylsuchende und weniger nützliche Asylsuche für unser Land hilft uns in der Flüchtlingsfrage nicht weiter. Wir müssen das Prinzip verfolgen, dass Menschen in Not bei uns geholfen werden kann. Die Einwanderungspolitik ist was völlig anderes. Da geht es darum, Leute ins Land zu holen, die hier ausgebildet werden, Arbeit finden, die hier eingesetzt werden. Aber Flüchtlinge kommen nicht freiwillig in das Land, sondern Flüchtlinge kommen in das Land, weil sie vertrieben werden, weil sie in Not sind oder politisch verfolgt werden. Deswegen sollen wir den Wert der Menschen nicht an der Tauglichkeit und Nützlichkeit festmachen, sondern Menschenrechte und das Recht auf Asyl sind universell. Und natürlich ist es ein beschämender Vorgang, wenn jetzt die EU über die Unterbringung von 60.000 Flüchtlingen und die Verteilung dieser 60.000 Flüchtlinge auf die EU-Länder einen doch unappetitlichen Streit führt. Also wir haben dermaßen große Flüchtlingszahlen in der Welt. Im Vergleich zu vielen anderen Ländern kommen die wenigsten nach Europa. Allein in Syrien flüchten 4 Millionen Menschen, dass wir darum streiten müssen im reichen Europa, wo 60.000 Flüchtlinge untergebracht werden. Dafür habe ich ehrlich gesagt kein Verständnis. Herr Dobrindt will sich, glaube ich, die nächste Niederlage einhandeln und kündigt schon wieder eine Luftnummer an. Er sagt, er hat jetzt das größte Investitionsprogramm aller Zeiten. Und er tut so, wie wenn er neues Geld verteilt. Das ist aber nicht der Fall. Er verteilt nur vorhandene Gelder und es reicht bei weitem nicht aus, um die Straßen wirklich zu reparieren und die notwendigen Neubauten zu finanzieren. Ganz berechtigterweise klagt der Deutsche Städtetag, dass die Kommunen völlig überfordert sind, die kommunalen Straßen zu reparieren und neu zu bauen. Hier müsste angesetzt werden, hier müsste ein viel weitergehendes Programm aufgesetzt werden, das die Kommunen tatsächlich in die Lage versetzt, die wichtigsten Verkehrsvorhaben durchzuführen und die Schlaglöcher und abgenutzten Straßen zu reparieren. Was ein bisschen untergeht, dass im Geleitzug dieser anscheinend hohen Investitionen Herr Dobrindt
sich 15 Milliarden erhofft von öffentlich-privaten Partnerschaften. Das ist in dieser Zeit wirklich absoluter ökonomischer Unsinn, dass wir in einer Phase, in der der Staat mit 0% Zinsen oder 0,5% Zinsen Gelder für wichtige Investitionsprojekte aufnehmen kann, private Investoren ins Haus geholt werden, wie die Allianz oder andere, und dort dann 5-6% Kapitalrendite bedient werden. Das ist völlig unverantwortlich gegenüber den Steuerzahlern, für die es viel mehr kostet, ist aber auch unverantwortlich gegenüber dem öffentlichen Eigentum, weil die ganze Frage der Autobahnen, der Straßen, der Verkehrssysteme ist eine öffentliche Aufgabe und muss auch nach unserem Dafürhalten in öffentlicher Hand und unter öffentlicher Kontrolle bleiben. Zumal ja sogar der Rechnungshof festgestellt hat, dass öffentlich-private Partnerschaften für die öffentliche Hand die schlechteste und teuerste Lösung sind. Hier werden offensichtlich Steuergelder verbrannt zur Bereicherung privater Investoren. Die Zeche zahlen die Steuerzahler und letzten Endes auch die Autofahrer.